Edmonton Winter TDM Team Deathmatch. Mal sehen, ich glaube, ich nehme heute mal die Lewis Gun mit einem wunderschönen Red Dot oder Reflex oder wie auch immer das Visier hier heißt. Na, da bin ich durch. Etwas später diesmal. Und wir haben dabei unsere SAP Akimbo mit, ich glaube, ruhiger Hand. Und ja, halt die wunderbare Lewis Gun. Rotpunkt, Schnellfeuer. Da war niemand, der mich abgefangen hat, also schnell darüber. Und versuchen hier jemand auf dieser Seite abzufangen. Das hat ja schon mal gut geklappt. Zwar nicht auf dieser Seite abgefangen. Aber hey. Wow. Was für ein Aiming. Na, wo ist er? Da. Ach, das ist der gleiche. Dahinter bist du. Und schon ist die Lewis leer. Oh, ich finde diese ohne Magazinerweiterung doch ziemlich geringe Munition. Nicht so gut. Was zogst du mich so dermaßen langsam an? Spielst du mit Controller oder was? Du drehst dich ja echt langsam um, mein Freund. Wow! Hä, wo hat er denn... Oh, deswegen. Ah, deswegen hat er rumge... Na gut, das war's mit dir. Man sollte nicht allzu lange an diesen MG sitzen, because die meisten Leute wissen Spots, um jemanden da effektiv auszuschalten. Okay, okay. Die Verbindung war okay, aber er leckte trotzdem von... Hat sich auf jeden Fall dermaßen so angefühlt, als ob er am Längen ist. Ich will da hoch. Aber ich habe so das Gefühl, ich bin hier doch alleine. Ja, ich bin hier alleine. Das ist schön. Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich alleine bin. Aber ich bin es. Ah, ich treffe den da nicht. Ernsthaft, jetzt springst du da rüber? Na gut, ich habe jetzt auch keine Bouncing Betty an der Tür gelegt. Das ist natürlich ärgerlich, wenn ich jetzt keine Deckung an der Tür habe. Und das hier ist was Gutes. Aufklärungsflieger sind was Gutes. Stand ich gerade auf dem Tisch? Ich habe kein... Ja. Ich stand für eine Sekunde auf dem Tisch. Oh Gott, ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Leute, ihr habt eine UAV oben. Kommt, holt sie euch. Schon wieder eine Smoke. Also die benutzen die Smoke hier ja echt gerne. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wer hat mich bekommen? Wer hat mich bekommen? Der mit der Bar. Okay. Ich habe keine Handgranate. Ich wollte gerade sagen, ich habe es doch nicht dahingesetzt, oder? Tja. Ich gehe nochmal nach da oben. Natürlich. Ich weiß, dass du da drin bist. Oh mein Gott, das war knapp. Das war sauknapp gerade mit meinem Leben. Ja gut. Flak ist jetzt nicht das Beste. Aber es sollte seine Sache machen. Er weiß, dass ich hier drin bin. Jetzt erst recht. Jetzt also aufpassen. Oh Gott, das war knapp. Hier ist noch einer drin. Oder hier auf jeden Fall. Da drin ist noch einer.
Oh mein Gott, das war knapp. Oh mein Gott, ich lebe noch. Warte, 5. Den haben wir. Da ist noch einer auf dem Weg hierher. Den haben wir auch. Ganz schnell die Bombe raus und mal gucken, wen wir kriegen. Den Camper oder? Monsieur Camper, okay. Das war ein gerechtfertigter Tod, weil ich da so gierig wurde, so langsam. Das muss ich sagen, das war gerechtfertigt, ich wurde gierig. Bang, bang, bang. Ich kann den Fallschirm nicht mehr so einfach abschießen, oder? Ich wollte ihn einfach haben. Das war mir jetzt gerade egal, was der Kerl da macht. Hätte ich ihn bekommen, wenn ich mich direkt auf ihn konzentriert hätte? Ich weiß es nicht. Sicher ist auf jeden Fall, dass ich jetzt meinen Flammenwerfer habe. Und ihn auch zu nutzen weiß. Wir sollten schnell hier über das Fenster gucken. Oh, das war geil. Ja, du benutzt die Brenn, das ist nicht schlecht. Das ist eine gute Waffe. Das ist eine sehr gute Waffe. Glaub mir. Ja, du musst aufpassen, wenn du da um die Ecke piekst. Ist eine ziemlich bekannte Position, dass man da campt oder so. Also, mit ziemlich bekannt meinte ich sehr bekannt. Hallo? Die kommen jetzt auch langsam hier lang, oder? Nein! Was mache ich denn da? Wieso sterbe ich bei so einer Situation? Das war weird. Das war die seltsamste Situation ever in meiner Situation, was ich hätte. Hä? Das war die seltsamste Sache in meiner Situation, die ich hätte machen können. Aufklärungsflug abgeschlossen. So, hier kommt dieses Ding hin. Hier ist niemand. Hier ist niemand, okay. Jetzt wissen sie, dass ich hier bin. Mich sollte sowas eigentlich kalt lassen, wenn da jemand ankommt mit so einem Raketenwerfer. Oh mein Gott, aber nicht, wenn da ein MG hockt. Das sollte mich nicht kalt lassen, so ein MG. Und mein Mate, habt ihr das gesehen, ist mir noch nachgerannt, weil er dachte, ich wäre ein Gegner. Geile Logik. Easy, GG, we win because of me. Yay! Oh ja, hier. Ja, das sieht merkwürdig aus, aber man hat den schwarzen Fleck dort einfach gesehen. Das muss ich sagen. Man hat den schwarzen Fleck da gesehen und ich wurde auch oft, wenn ich dort saß, also da oben im Fenster, von den Leuten weggeholt, die da in der Ecke saßen. Und ich dachte mir so, der schwarze Fleck ist ein Stück Mauer. Deswegen habe ich mir nie was dabei gedacht. Jetzt habe ich daraus gelernt. Der Levelunterschied ist auch... Alter, seht euch mal an, wie viel Low-Levels ich habe. Na gut, bis zum nächsten Mal.